Aller Anfang ist schwer. Natürlich war für mich schon die Frage, wie soll ich mich da überhaupt bewegen, wenn ich in so eine neue Welt da eintauche. Die erste Frage war immer, seid ihr echt? Wir haben gedacht, wir haben Kostüme an oder so ähnlich. Das war natürlich schon interessant am Anfang. Wie werden wir zusammenfinden? Funktioniert das? Es war gleich sehr harmonisch. Ein Dreiklang. Ja. Mit Dissonanzen ja, zwischendurch schon. Sie sind keine Mogelpackung, sondern wirklich echte Priester. Vor 7 Jahren hat das Gesangstrio angefangen, als Band aufzutreten. Mit dem Namen Die Priester. Und hatte in der weltlichen Musikbranche schnell Erfolg. Gitarrist ist der Priester Andreas Schätzle, der als Jugendpfarrer im Erzbistum Wien arbeitet. Die Benediktiner Pater Vianney-Meister und Pater Rabanus Petri haben gemeinsam hier im Kloster St. Ottilien ihre monastische Laufbahn begonnen. Nichts ahnend, dass sie eines Tages die Charts stürmen und in vielen Fernsehshows auftreten würden. Mittlerweile haben sich ihre Alben über 100.000 Mal verkauft. Talkshows gehören jetzt zum Programm. Habt ihr da Autogrammstunden? Habt ihr Meet and Greet nach den Konzerten? Ich habe dich gesehen, wie du einmal ein junges Paar gesegnet hast, glaube ich, das dann für ihren Weg um den Segen gebetet haben. Also ich glaube, das ist schon sehr wichtig für uns, dass wir so nicht irgendwie auf der Bühne abgehoben stehen und irgendwie eine heilige Musik machen, sondern dass wir wirklich mitten unter den Leuten sind. Wenn ich etwas neu anfange, da ist immer auch so ein Gefühl der Unsicherheit dabei. Aber ohne Wagnis geht nichts. Also ich muss mich trauen, ich muss mir das zutrauen und Lust haben, etwas zu wagen. Und dann kann ich auch anfangen. Pater Rabanus und Pater Vianney haben ihre Gelübde als Benediktiner im idyllisch gelegenen Klosterdorf St. Ottilien in der Nähe vom Ammersee abgelegt. Wie jeden Tag versammeln sich die Mönche zum Mittagsgebet in der Klosterkirche. Mit den Waffen der Gerechtigkeit. Pater Vianney, Chefkantor der Mönchskola, und Pater Rabanus, der heute das Kloster Jakobsberg leitet, haben sich aus ihren Klostermauern herausgewagt. Ins Rampenlicht großer Fernsehshows. Ich fand es sehr interessant, in eine andere Welt einzutauchen, die mir bisher verschlossen war. Ich bin ganz vielen Menschen, interessanten Menschen begegnet. Es gab gute Gespräche, auch hinter den Kulissen. Überall, wo wir auftauchen oder wo wir sind, tragen wir auch unseren Glauben hinaus. Die Botschaft, die uns ja als Priester auch anvertraut ist, auch so zum Klingen zu bringen und dadurch auch Herzen zu bewegen. Mit unserer Musik wollen wir auch versuchen, so die Schönheit, die Freude am Leben zu vermitteln und mit unseren Tönen uns hineinsingen in die Herzen der Menschen und ihnen sagen, ja, hab Freude am Leben.